Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung Navorien, natürlich mit mir, eurem mächtigen Brancor. Heute stelle ich euch das Schlachtschiff Dosenwurst vor. Ein bizarrer Name für ein furchtbares Schiff. Bleibt also dran, es wird spannend. Das Schlachtschiff Dosenwurst. Gebaut im März 2020 und ein Prototyp als mein erstes Koaxial-Waffenkampfschiff. Die erste Version war ein 8-Slot-Schiff bestehend aus Eisen, Titan und Naonit, um das Schiff schnell bauen zu können, bevor man in Trinium und Zahlensektor ankommt. Seine Hauptaufgabe besteht in der Rolle des Begleitschiffes für Feuerunterstützung oder als Sektorpatrouille. Wenn ihr natürlich mehr über die Dosenwurst erfahren wollt, könnt ihr natürlich auf die Infobox rechts oben klicken, um das Originalvorstellungsvideo dazu zu sehen. Ich zeige euch nun die Version 2.0. Die Originaldosenwurst war soweit AVO 2.0 kompatibel, aber auch hier merkte ich, dass das Schiff ein paar Updates gebrauchen konnte. Das Energieproblem war vertretbar, wenn man das Schiff auf Trinium und Zahlen aufgewertet hatte, aber die Flugeigenschaften und die Bremsfähigkeiten hatten sich mit der Zeit verschlechtert. Um dieses Problem zu lösen, habe ich an dem Schiff weitere Module angebaut, wodurch die, ich sag einfach mal, Libellenform von der Silhouette ein wenig eingebüßt hatte. Aber ich würde sagen, ich habe das Problem gut gelöst, wenn man sich das mit der 2.0er-Version vergleicht. Sie ist untenrum ein bisschen breiter geworden, aber es gibt dem Schiff eine etwas mehr markante brachiale Kontur. Natürlich habe ich auch bei dem Schiff das Integritätsfeld durch einen großen Block in der Mitte ausgetauscht, mehr Energieblöcke hinzugefügt, auch die Schildpunkte ein bisschen erhöht und ganz neu die zwei unteren Triebwerke mit weiteren Korrekturtriebwerken, um dem Schiff eine höhere Beweglichkeit zu geben. Von den ursprünglichen 14 Point Defense Waffenplötzen sind es jetzt nur noch 12. Ich habe jeweils oben und unten einen weggenommen, weil so viele braucht man nicht. Wenn man beschossen wird, dann steckt das Schiff die Treffer ein und das ist gut. Aber ich habe auch darauf geachtet, das Schiff noch größer zu bauen. Es ist jetzt ein 10-Slotter, zusätzlich noch mit einem Transporterfeld ausgestattet. Es hat immer noch keinen größeren Frachtraum. Der ist aber auch bei dem Schiff total unwichtig. Wichtig ist einfach nur wirklich viele Waffen drauf zu packen. Designstechnisch habe ich die äußere Verkleidung in der Mitte hauptsächlich mit den flachen Panzerungen mit der markanten Rille ausgestattet, wo man die Funktionsblöcke hervorstechen sieht. Aber ganz ehrlich, nicht jeder ist ein Luke Skywalker, der ein 2 Meter großes Abluftrohr trifft. Also macht euch deshalb keine Sorgen, dass da einer mit der Railgun reintritt und daher extra Schaden erzeugt. Die Koaxialkanone habe ich extra für dieses Schiff designt. Es war ursprünglich ein Raketenwerfer, der zielsuchend Raketen abschießt. Aber da man nur die Mündungsläufe sieht, kann man dafür jede andere Koaxialwaffe auch nehmen. Wichtig, es muss eine Koaxialwaffe sein. Also es ist daher ein Schiff, das man eher innerhalb der Barriere benutzt, wenn ihr das in Vanilla spielt. Die Waffe selber war eben eine Plasmakanone. So sieht es aus, wenn ihr einen Laser benutzt. Das Schöne an einem Laser ist, habt ihr eine mehrläufige Geschützkanone wie das hier, dann wird aus jeder Mündung ein Strahl erzeugt. Es ist egal, ob einer oder alle treffen, er macht immer denselben Schaden. Wir sind jetzt wieder auf dem SAD-Server, wo ich die Dosenwurst einmal aufgebaut habe. Ich habe sie komplett in Ogonit nach vorhin aufgewertet. Also auch ein 10-Slot-Schiff, das man als Wildschwein in dem inneren Barriere wüten lassen kann. Ja, so sieht das Schiff voll bewaffnet aus. Vorne die Koaxialkanone, auf den oberen Treppenstufen, die gerne als Förder bezeichnet werden, jeweils 3 Railguns und drunter nochmal 2 Railguns. Das heißt also, ihr habt 8 Railguns, die in alle Richtungen schießen können, egal wo Gegner ist, also ihr könnt ihn anvisieren. Zusätzlich in den Zwischenräumen, hier an der Seite gleich zu sehen, sehen wir die kleinen Größe 2 Kanonentürme. Ich habe diese hauptsächlich nur für Flakgeschütze und Maschinenkanonen benutzt, weil mit der Hauptbewaffnung brauche ich nicht mehr Waffen drauf zu bauen. Wenn ich mehr Waffen drauf haben will, dann nehme ich die Avatar. Aber wir wechseln gleich zu einer etwas längeren praktischen Vorführung, wo ich euch die Dosenwurst einmal präsentieren möchte. Aber bevor wir da anfangen, werde ich euch zeigen, was ich in dieses Schiff reingesteckt habe. Kurz zusammengeschrieben, ich habe hier sehr viel Endgame-Content drin, also totale Artefakte, um das Schiff zu boosten, die stärkste Waffe, die ich finden konnte. Und ja, fangen wir an.
Die Bewaffnung meiner Dosenwurst. Sie besteht aus 8 Railguns. Ich habe sie, bevor ich das erste Mal gegen den Wurmlochfechter gefunden, bei einer Fabrik innerhalb der Barriere gefunden. Ziemlich gute sogar. Waren sehr teuer, wie man sehen kann. Dann diese Devastator 34. Das ist einfach nur eine Railgun mit einer Autofeuerrate. Es war ein Glücksfall, dass ich das Ding einfach als Koaxialwaffe gefunden habe. Dachte, jetzt habe ich genau die richtige Waffe. Und die Sekundärbewaffnung besteht aus Flakkanonen und Maschinen-Point-Defense-Kanonen. So. Ihr seht, die beiden Dinger sind eigentlich nur der Ziel, damit ich noch die wenigen Waffentypen, die ich noch habe, ausspücken kann. Andere Waffen brauche ich dafür nicht. Wenn man das Schiff selber fliegen möchte, es ist immer noch gut ausbalanciert. Es ist recht schnell und wendig. Das war mir wichtig, dass ich diese Werte beibehalte. Mit der Hülle, na, die 1 Million habe ich zwar noch nicht geknackt mit dem Schiff, aber das ist auch nicht so wichtig. Mit ein paar Schildboostern auf 3 Millionen hochgeboostet. Ja, 900 Meter Sekunde schaffe ich ohne Boost. Und in derselben Geschwindigkeit bremse ich auch das Schiff aus. Also ihr werdet immer noch ein bisschen träge sein, wenn ihr mit Boost versucht zu bremsen, aber ich würde mal sagen, ich habe schon wieder das gute 1:1 Verhältnis gefunden. Der neue Wurmlochwächter ist noch nicht angekommen. Dementsprechend werden wir hier noch vor Zutana-Invasion geplagt, aber ich möchte mal sehen, was die Dosenwurst im Alleingang gegen die Zutana-Invasion schaffen wird. Wir reisen dafür gleich auch in einen Nachbarsektor, wo wir einen Ausposten haben mit ein paar Schiffen, dass ich da nicht komplett alleine stehe. Eine gefühlte Weile später kam natürlich auch die gewünschte Zutana-Invasion. Das heißt, hier werden einfach sehr viele Zutana spawnen, bis der Wurmlochfechter antrifft. Und wenn ich ihn besiege, wiederholt der Spaß. Wenn nicht, dann haben wir wieder einen Wächter. Das Besondere ist jetzt hier, ich habe jetzt das Schiff auf den Autopiloten stehen. Das heißt, der KI-Kapitän bekommt jetzt einfach nur den Befehl, alle Feinde angreifen. Und wie man sehen kann, er fliegt jetzt hier alleine rum und greift jedes Schiff an, was in seiner Reichweite ist. Eine Besonderheit, die ich auch erst wusste, nachdem ich wieder mit der Koaxialwaffe rumexperimentierte, war, ein Kapitän, der Koaxialwaffe benutzt, der verhält sich anders. Und zwar, anstatt an einem Gegner vorbeizufliegen und ihm eine Breitzeit zu geben, fliegt er mit dem Frontgeschütz auf den Gegner drauf und zielt mit ihm. Was natürlich halt mit der Ausführung der Waffen einen ordentlichen Vorteil mit sich brachte. Das gibt Minusreputation, wenn ich auf die Station schieße. Gut. Aber er hat den Gegner gekriegt. Die Railguns, die ich auf dem Schiff habe, habe ich auf automatisch schießen, weil ich habe genug Schützturmkontrollen drin, dass ich alle 8 Schütztürme auf, ja, unabhängig zielen stellen konnte. Der Kapitän hat sein eigenes Auswahlverfahren, wie er die Gegner angreift. Ich weiß nicht, wieso er gerade den, der weitest entfernt ist, anvisiert hat, aber er boostet jetzt auf ihn zu. Ich glaube, da ist er jetzt schon zerstört worden und jetzt holt er sich das nächste Ziel. Das ist wie beim Bergbauen. Er sieht Gegner, auf die man nicht weiß, dass sie da sind und zielt perfekt. Ich werde euch vielleicht noch mal ein paar Videos zeigen, wie es aussieht, wenn das Schiff auch eine Kanone besitzt, die koaxial liegt oder auch mit Lasergeschützen. Aber ich glaube, mit diesem Devastator 9000 habe ich schon hier eine wirklich einmalige Superwaffe, die ihresgleichen sucht. Als Zusatzinfo, die RG 9000, die ich als Frontkanone drauf habe, ist eine legendäre Waffe. Die werden häufig als Belohnungen gedroppt von
Piratenmutterschiffen oder härteren Piraten, also die Hardcore-Piraten beispielsweise. Oder auch von einem der vielen Bosse. Ich habe festgestellt, bei den legendären Waffen, da gibt es keine Rolle, welchen Boss ihr platt macht. Sobald ihr einen macht, kriegt ihr irgendeine zufällige Waffe. Also es ist nicht so, dass man von dem MAD-Labor immer eine Blitzkanone bekommt. Oder von was auch immer halt gerade im Boss habt, der eine spezifische Waffe besitzt, dass er immer halt dieselbe wirft. Kurz gesagt, viele Bosse mussten draufgehen, damit ich so eine super tolle Waffe bekomme. Meine Güte, schaut euch mal diese riesen Railguns an. Man sagte, ich sollte das Schiff einen besseren Namen geben, wie Basilisk. Ja, ein gutes Schiff braucht zwar einen guten Namen, aber hier denke ich einfach mal an die Elder aus dem Warhammer 40.000 Universum. Schaut einfach nach, wenn ihr Warhammer 40.000 noch nicht kennt. Aber die Elder selber sind edel, stark, agil und von vielen Spielern immer lächerlich gemacht, wegen ihrer Herzen und Perlenstücken Waffen, ihren pastellfarbigen Panzerungen und darauf einen Elder-Spieler. Na und? Da sind wir halt lächerlich, aber wir bringen euch trotzdem um. Zu herrlich. Und das zeigt mir, dass der Name nicht die Person macht, sondern die Person den Namen. Und der Name ist bei diesem Schiff auch ein Beispiel für einen Fan, dass ein Name nicht ausschlaggebend ist, um ein brutales Schiff darzustellen. Oh, da sind mir gerade die Schilder ausgefallen. Also, die haben mir schon über 3 Millionen Schadenspunkte verteilt. Ich habe noch ein Notfallsystem. Ich habe 35% meiner Schilde wieder. Also so knapp 1 Million oder vielleicht 1 Million. Ja, das könnte ein knappes Ergebnis werden. Aber ich werde doch viele von euch mitnehmen. Es wird schon langsam übersichtlicher. Sondern der Kapitän meiner Dosenwurst, der braucht schon ein bisschen länger, um Gegner zu finden. Ja, Feuer. Aus allen Rohren. Ach, schaut euch mal das große Ding da an. Ich glaube, das ist schon der Wurmloch-Prototyp. Das war der Wurmloch-Prototyp. Und da springen die letzten versprengten Zutana aus dem Raum. Damit sind wir auch schon zum Ende der heutigen Vorstellung gekommen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, zeigt mit dem Like. Oder schreibt mir gerne eure Meinung oder Fragen in die Kommentarboxen. Wenn ihr die Dosenwurst einmal abonnieren möchtet, in der Infobox unter dem Video findet ihr den Link zu meinem Workshop, wo ich das Schiff euch präsentiere. Und für die neuen Zuschauer, wenn ihr nicht meinen Kanal abonniert habt, macht das doch einfach mal und drückt doch die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Vorstellungen verpasst. Ihr helft mir auch selber noch, dass der Kanal größer wird und ich dann auch euch gerne mehr zeige. Falls ihr selber jetzt eine Runde Avon 2.0 im Multiplayer spielen möchtet, schaut doch mal bei uns im Discord vorbei. Wir haben noch andere Spiele außer Avorion, aber wahrscheinlich wollt ihr jetzt gerne mit dem Spiel beitreten. Einfach mal vorstellen, gucken, wenn es euch gefällt. Bleibt da einfach. Ist alles kostenfrei. Dann, liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und noch viel, viel mehr weiter. Bleibt gesund. Hey, ist das Jane Vader auf dem Schiff?